So, jetzt kann es losgehen. Und zwar dachte ich, wir machen uns das hier ein bisschen gemütlich. Corona-Talk-Sender. Wer jetzt natürlich lieber die Tagesschau um 8 guckt, viel Spaß. Ich habe eben heute Nachrichten gesehen, fand ich auch sehr interessant, wie jetzt die Corona, wie nennt man das, diese Statistik da aufgezeigt wird. Die geben sich jetzt da keine Mühe mehr, hier diese Wahnsinnszahlen da zu zeigen, sondern die haben jetzt eine Wochenstatistik gemacht. Das sieht natürlich wiederum viel gefährlicher aus, als wenn man diesen abflachenden Berg zeigt. Und die Infektionen müssen natürlich hochgehalten werden. Und jetzt komme ich mal zu dem, mein Anschreiben. Einige werden sich erinnern. Das war damals das Gesetz, was nicht gekommen ist, wo der Spahn halt versucht hat, diese Impfpflicht oder sogenannte Impfpflicht, ich halte mich da jetzt mal ein bisschen vorsichtig, reinzubringen über den 28 Infektionsschutzgesetz. Und das war ein ganzes Gesetzespaket. Und da war unter anderem ja auch der Immunitätsausweis Teil dieses Paketes. Und ich habe dann an die Tagesthemen geschrieben und Antwort bekommen, Wahnsinn. Und zwar ging es darum, warum sie denn nicht über alles berichten, sondern nur über diesen Teilaspekt des Kataloges, ja. Und da schreiben sie mir vielen Dank und so weiter. Tut uns leid für die verspätete Antwort. Wir bitten um Verständnis. Wir erhalten sehr viele Anfragen. Sie fragen nach unserer Berichterstattung zum Infektionsschutzgesetz. Und zu dem Vorhaben der Bundesregierung. Wir haben uns unsere Berichterstattung nochmal angeschaut und können Ihre Anmerkung nicht nachvollziehen. Ich habe nichts anderes erwartet. Ja? Die Aussagen zu Corona-Partys haben nicht wir, sondern die Interviewpartnerin gemacht. Ach so, also da kann man also gar nichts dafür. Das sind nicht Sie schuld. Das ist nicht in Ihrem Bericht. Das ist ja nur der Interviewpartner gewesen. Natürlich, ja, klar. Ich meine, man schneidet aus dem Bericht. Er weiß auch, was da reinkommt. Ja. Gegenstand der Tagesthemenberichterstattung vom 4.5. war allein die Diskussion um den sogenannten Immunitätsausweis. Genau, das ist ja das Problem, was ich der in den Tagesthemen vorgeworfen habe. Ich glaube, es ist einfach entweder intellektuell nicht hier in der Lage, meine Anfrage zu verstehen, nämlich dass ein gesamtes Gesetzespaket dann auch berichtet werden sollte in den Tagesthemen. Oder es ist einfach nur Dummheit, dann jetzt hier mir auf meine Beschwerde, dass nicht ausführlich berichtet wird, zu antworten. Wir haben aber nur über den Immunitätsausweis berichtet. Ja, das ist ja gerade das Problem, dass ihr die anderen Sachen eben nicht berichtet und zwar absichtlich nicht berichtet. Und wenn dann noch irgendwelche Interviewpartner was sagen, dann ist es nicht der Bericht der ARD, dann ist es der Interviewpartner schuld. Also tut mir leid, kann ich nicht nachvollziehen, ja? Es ging weder um das gesamte Vorhaben der Bundesregierung, noch um die Frage einer möglichen Impfpflicht, noch um weitere juristische Fragen bezüglich der Maßnahmen der Bundesregierung. Ja, das ist ja das Problem, dass ihr nicht darüber berichtet, was die Bundesregierung plant, damit es keiner weiß, damit es in der Schublade landet, damit es keiner gesehen hat. Und ich zahle GZ-Gebühren dafür, dass ihr die Leute ausführlich berichtet, auch mich und auch die anderen Zuseher, und nicht selektiv irgendwas rausnimmt und das andere nicht zeigt. Das ist ja hier das Problem, liebe Tagesthemen. Ja? Darüber haben wir an anderen Stellen ausführlich berichtet. Ja, wo denn? Habe ich nicht gesehen. Beispielsweise Suchfunktion bei Tagesschau. Ziel der Bundesregierung war und so weiter und so fort. Warum der Bundesminister Spahn im Kittel mit dem Logo Roche auftritt. Dass es eine ähnliche Geschichte gab. Da gab es nämlich eine entsprechende Bewertung dazu, dass das nicht so doll ist. Und wenn jetzt hier ein Bundesminister mit den Flaggen, sage ich mal, eines Impfkonzernes oder eines Pharmaziekonzerns, dann wünsche ich mir da auch eine Berichterstattung zu. Das können wir anders sehen, das sehen wir offensichtlich anders. Von daher bin ich auch von der aktuellen Berichterstattung, die ja mit dem Grimme-Preis gekrönt worden ist, nicht besonders zufrieden, sage ich jetzt mal so. Ja? Wir filmen Realitäten, wie sie sich zeigen. Ach so, ja, aber andere zeigt ihr eben nicht, ne? Meinungen bringen wir lediglich in Form von Kommentaren. Das sehe ich ganz anders, weil die Berichterstattung ist hier sehr einseitig
Und von daher, wenn man hier objektiv berichten will, muss man alle Aspekte bringen und nicht Sachen rauslassen. So, wieder interessant, Publikumsservice ARD aktuell, ohne Unterschrift. Ich hatte ja schon vor 2 Jahren, das glaube ich, auch mal an das ZDF Heute Show geschrieben, weil ich da die rauen Sitten der Heute Show mit Beleidigungen und so weiter auch nicht mehr besonders nett fand. Ich fand die Sendung früher sogar mal ganz witzig, aber mittlerweile ist ja Comedy nur noch, dass man über Opposition sich kaputt lacht. Früher war das einfach so, dass man das über die Bundesregierung gemacht hat. Das findet hier überhaupt nicht mehr statt. Und auch damals habe ich dann eine Antwort bekommen ohne Unterschrift. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Anwalt finde ich das relativ merkwürdig, schreiben ohne entsprechende Unterschriften zu bekommen, weil man kann ja überhaupt nicht nachvollziehen, wer mir da jetzt geschrieben hat. War das ein Schülerpraktikant oder wer ist das? Wo kann ich mich da jetzt beschweren? Also, wir können solche Schreiben machen, aber es ist offensichtlich sinnlos. Die Leute haben keine Lust darauf zu antworten. Sie tun es auch nicht. Sie setzen sich auch nicht kritisch auseinander. Das wundert mich da wenig bei der Berichterstattung. Bundestag geschrieben. Da hat mir dann Ilona nochmal Nachrichten weitergeleitet von anderen Bundestagsabgeordneten. Da ging es um die Frage der sogenannten epidemischen Lage und warum die noch besteht und warum da nicht neu abgestimmt werden kann im Bundestag. Da hatte ich die erste Antwort vom Hirte, den ich auch selber angeschrieben habe, CDU aus Köln, der Dr. Professor Hirte, der eben gesagt hat, das alles ist an keinen R-Wert oder sonst was gebunden und richtet sich nach der aktuellen Lage. So, dann, lieber Dr. Hirte, schauen Sie sich die Zahlen vom Robert-Koch-Institut an und dann sagen Sie mir, warum Sie es immer noch für nötig halten, selbst wenn jetzt in so einem Fleischerfachbetrieb mal ein paar Leute positiv getestet sind, die Grundrechte der Menschen weiterhin einschränken zu können über diese Corona-Maßnahmen oder einzuschränken, beispielsweise Maske. Dann haben wir diese Geschichten, dass die Leute sich jetzt testen lassen müssen, dass sie angeguckt werden, je nachdem, welches Autokennzeichen wir haben. Das sind furchtbare Zustände. Weiter festhalten. Sie haben hier alles abgeblockt, um die epidemische Lage außer Kraft zu setzen und damit zur normalen Realität. Und die normale Realität nenne ich, dass die Grundgesetze per se für alle Leute gelten und nichts anderes. So, wir hatten da auch eine positive Antwort bekommen. Das war vom Dr. Buschmann, glaube ich. Der Mann ist von der FDP, die auch einen entsprechenden Vorschlag eingebracht hatten, in den Bundestag neu abzustimmen, dass einige der Rechtsverordnungen, die über die Corona-Gesetze gemacht worden sind, weiterhin in Kraft bleiben, weil die auch sinnvoll sind. Das sehe ich absolut toller Vorschlag von der FDP. Abgelehnt. Es wird nicht abgestimmt. Es sind aber nicht nur die beiden Regierungsparteien, oder drei sind es ja, CDU, CSU, SPD, sondern es sind ebenfalls die Grünen. Und es sind ebenfalls die Linken, die hier keine Anstalten machen wollen, dass wir zurück zur neuen oder zur alten Realität kommen. Und ich sage, das ist in meinen Augen eine rechtswidrige Lage, in der wir sind, weil den Bürgern werden wegen eines Virus, der hier nicht besonders gefährlich ist, der nach internationalen Virologen für 95% der Menschen komplett ungefährlich ist, werden uns hier die Grundgesetze vorenthalten. Und ich habe auch ein Video vorbereitet, das werde ich euch nachher bei YouTube einstellen, aktuellen Eilentscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, die mal wieder, ihr könnt es euch sicherlich denken, abgewiesen worden sind. Ja, also Eilentscheidungen haben hier überhaupt keinen Sinn und wie Eilentscheidungen zustande kommen, dass es nur eine Abwägung ist, eine sogenannte summarische Prüfung, das wissen wir auch mittlerweile oder wenn ihr meinen Kanal hier öfter guckt. So, jetzt wollte ich hier unseren ersten Gast begrüßen nach den Corona-Nachrichten und deswegen rufe ich jetzt hier den ersten Gast rein. Leider sehe ich hier relativ wenig an Feedback. Ihr könnt mal irgendwie so einen Daumen hoch machen oder so, damit ich da weiß, dass ich hier nicht vor die Wand spreche. Und dann haben wir gleich hier unseren ersten Live-Talk-Gast zum Thema Covid-19, erste und zweite Welle in der Sendung. Es wird sich aber derbe mit dem Sonnenuntergang. Ich muss gleich mal gucken hier. Sehr furchtbar. Ja, da.
Es war, das haben wir uns natürlich alle gewünscht. Das ist klasse. Lieber Walter, hatte ich dir extra gesagt, dass ich dich um 8 anrufe. Jetzt haben wir auch schon Viertel nach 8. Egal, ich habe noch einen weiteren Live-Gast für euch hier in der Live-Sendung. Und zwar ist das unsere Judith, die heute bei der Demo war, in Köln. Von Deutschland sucht das Grundgesetz. Ich war heute leider verhindert und konnte nicht an der Demo teilnehmen. Aber Judith war da und da ist einiges passiert. Hallo Judith, der Gordon hier. Wir sind hier live auf Facebook heute. Und ich grüße dich. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ganz klassisch hier sozusagen im Telefontalk. Wir haben mittlerweile 8 Zuschauer. Ein Zuschauerrekord, vielleicht kommen ja noch mehr. Vor allen Dingen, weil du uns was erzählen wolltest heute von der Demo. Und da ist ja wohl einiges vorgefallen. Ich war heute mal nicht mit dabei. Und prompt passieren da unfassbare Dinge. Wie sah es aus heute? Eigentlich eine sehr schöne Demo, eine sehr, sehr schöne Reden. Unter anderem war da heute der Dr. Werner Rügemeier heißt er da. Er hat auch das Buch geschrieben, die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts. Das habe ich mir dann auch sofort gekauft. Und der hat eine sehr interessante Rede über den Kapitalismus gesprochen und hat erklärt, wie das auch mit der Lufthansa jetzt so vor sich geht und wer das alles so finanziert und wer da profitiert an der ganzen Corona-Geschichte, war sehr interessant, ja. Ja, Und machen wir uns nichts vor. Diese Corona-Sachen haben eigentlich auch mit Geld zu tun, ne? Es wird immer sehr viel über Virus und Impfung gesprochen, aber es wird wenig darüber gesprochen, was jetzt eigentlich hier mit der ganzen Geldlage, mit der ganzen Wirtschaftslage irgendwie eigentlich los ist. Da hört man eigentlich kaum was, ne? Was? Das ist sehr interessant, wer die ganzen Sachen da jetzt aufgekauft hat und die Leute, die eigentlich am meisten Steuern bezahlen, das sind ja wir, die Kleinen, ja, die werden auch am wenigsten vom Staat unterstützt. Das muss man sich mal vorstellen. Also das war sehr interessant. Da hätte ich mir echt gewünscht, dass du heute dabei gewesen wärst. Und da war ja auch noch ein Rechtsanwalt. Ich habe gedacht, die würden am Samstag kommen, war dann gestern Ach, war enttäuscht. das der Das Kollege war aber. Schmitz, kam da heute oder was? Ja, die kamen heute, ja. Und dann so, dann waren echt sehr schöne Reden und obwohl jetzt gar nicht so viele Leute da waren wie sonst, ich denke mal die Urlaubszeit mittlerweile, ne? Ich denke, schätze 200, 300 Leute. Und irgendwann, es wurde von Anfang an uns auch gesagt, dass nachher Demonstranten vorbeikommen und wir uns keine Sorgen machen sollen. So, und die kamen dann auch irgendwann und ich habe das erste Mal so wirklich live erlebt, so richtig, wo so vielleicht 80 Demonstranten, so Antifa, ich denke mal, die waren von der Antifa, die hatten aber alle Regenbogenmützen und Masken auf, also auch Schwule und Lesben, wo wir ja gar nichts gegen haben. Und das war echt krass, was die für einen Krawall gemacht haben. Und der Andreas, der ja auch mitorganisiert jeden Samstag und Sonntag, der hat dann auch versucht, mit denen zu reden. Und das waren alles so ganz junge Leute, 19-Jährige, 20-Jährige und ein alter Mann, der mit dem Fahrrad dabei war, der die ganzen Leute so angeführt hat. Ne, der Anführer. Also ich kann mir vorstellen, die werden bezahlt. Und unser Superman, der jedes Mal dabei ist, der wurde dann also er hat dann gefragt, ob das wäre doch bestimmt ein Trump-Anhänger. Und gerade wir kennen ja unseren Das Superman, ist ein der ist ja eher Quatsch. gegen Trump, ne? Also die haben echt diskutiert mit uns. Du konntest mit einigen auch reden. Und dann waren da aber andere dabei, die sagten, nee, wir wollen mit euch gar nicht reden. Und die waren so richtig auf Krawall gebürstet, bis es nachher auch eskalierte. Also eigentlich wollen die gar nicht mit uns reden. Also es war man konnte sich nicht normal mit denen unterhalten, außer mit so ganz wenigen Mädels, die dann auch Fragen stellten. Und aber weil der Andreas das sehr gut gemacht hat und ich stand daneben, habe mir das mal angehört. Ja, und dann war dann irgendwann ein Typ, der fing dann an, den Strom aus der Box zu ziehen. Wir haben ja da die Boxen, wo drüber dann gesprochen wird, übers Mikrofon und dann später auch die Box umzuschmeißen. Ja, und das war so gegen Unglaublich. Ende unserer Demo. Das war unglaublich. Ich hatte auch ein bisschen Angst. Ich wollte eigentlich nach Hause gehen, aber ich hatte Angst, zu meinem Auto zu laufen, ehrlich gesagt. Dass sie mich vielleicht verfolgen, weil ich habe mich ja auch mit denen unterhalten über Zahlen, über Infektionen. Da hast du wirklich gemerkt, die hatten gar keine Ahnung. Und das waren wahrscheinlich alles so Fernsehgucker oder
die sich einfach gar nicht so mit den Hintergründen beschäftigten. Ja, also Antifa, Also, hast du ja gesagt, ne? ja, ich weiß es nicht genau, Ja. da waren bestimmt welche auf jeden Fall, ja, und die wollen natürlich, glauben die das halt, was die Medien uns so erzählen, und sagt, eine sagte zum Beispiel, ihr seid ja bestimmt auch keine Bösen, die auch was Schlechtes wollen, aber ihr dürft doch keine rechten Leute, Ja, wir sind ja da, gar keine Rechten. Ich weiß noch, wo wir zum ersten Mal auf der Demo waren. Das war in einem ganz kleinen Rahmen hier in der Südstadt, wurde auch so ein Wahnsinniger, ihr seid genau. alles Nazis und wir so, ja, mal bist du bekloppt oder so. Siehst du, also ich habe auf diesen Demos überhaupt null niemanden Rechten irgendwie gesehen, wo wir waren. Eher umgekehrt, eher, sage ich mal, also alternative Leute oder so. Und die wollen einfach nur stören, sie wollen nicht mit einem diskutieren, sind einfach nur abgefuckt und versuchen irgendwie Ärger zu machen, Sachen zu zerstören. Das ist einfach zum Kotzen, ja. Es ist Ja. irgendwie ein Sport oder sowas, ja. Der Andreas hat dann auch versucht, zu sagen, wir wollen einfach mit allen Menschen reden, und es ist einfach, dass alle Menschen zu Wort kommen dürfen und Frieden für allen. Nicht, dass der eine in die rechte Ecke gestellt wird und der andere in die linke. Ja. Auch wenn jemand rechts ist, hören wir deren Meinung, weil jeder, wir haben eine Meinungsfreiheit und jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen. Ich frage mich mal, was ist denn diese Unterscheidung zwischen rechts und links? Also ob rechts oder links, wir sind doch wohl alle hier für die Grundgesetze. Das ist für mich Jurist Genau. doch der einzige Nenner. Und auch diese Geschichten mit Antirassismus, das ist Artikel 3 Gleichberechtigung. Wir demonstrieren ganz genauso für diese Leute und gegen Rassismus. Das ist einfach ekelhaft, widerlich, das muss weg. Aber warum sind denn diese Leute nicht zu der anderen Grundrechtsdemo gekommen, wo wir eben eigentlich die Grundrechte des Staates verteidigen wollen, nicht nur Gleichberechtigung, auch alle anderen, da sag ich mal, da sind sie deswegen nicht da, weil sie das nicht interessiert, weil sie eigentlich nämlich gegen das Grundgesetz sind. Ja, du hast halt gemerkt, das sind ganz junge Leute, die eigentlich von nichts eine Ahnung haben. Die einfach alles glauben, das hat Ich man würde das daran mal nicht gemerkt, gut. unterschätzen, dass sie keine Ahnung haben. Vielleicht werden sie irgendwie, Doch, ja. das hast du gemerkt, wenn du dich mit denen unterhalten hast, hast du das wirklich gemerkt. Wussten gar nicht, wie viele 2017 überhaupt gestorben sind in Deutschland. Von den Infektionszahlen hatten sie keine wirkliche Ahnung. Die ganzen anderen Epidemiologen, diese Ärzte haben die noch nie gehört, die haben noch nie was von Wodak gehört, noch nie was von Schiffmann. Du merkst, dass die irgendwie einfach bezahlt werden und angestachelt werden, dass sie jetzt da Radau machen sollen, so nach dem Motto, warum lasst ihr hier auch rechte Leute bei Ja, aber euch sind ja gar reden? Und keine dann hat, da. Ich habe bei uns noch nie einen nee. Rechten auf. Ich meine, die Der Andreas Organisation hat aus dann Deutschland gesagt, sucht das Grundgesetz. Was haben wir mit Rechten zu tun? Nichts. Gar Der Andreas nichts. hat dann gesagt, wir fragen ja unsere Leute nicht, zu welcher Partei die Leute gehören, weil ich bin zum Beispiel parteilos, sagt er dann, ja. Ja. Und ihr darf einfach, es geht hier nur um die Grundgesetze und es geht einfach um die Einschränkungen, die wir ja extrem haben und wie viele Leute auch an dem Lockdown gestorben sind, gerade in den Dritte Weltländern, die Kokosnüsse verkaufen, ja, diese Tagelöhner, die verhungern. Als wir das dann den Mädels gesagt haben, guckten die mit ganz großen Augen, aber trotzdem waren dann die andere Truppe, die sind dann irgendwann dahin gerannt und haben dann das Mikrofon versucht kaputt zu machen, also nicht die Box oder den Stecker da rauszuziehen, bis die Polizei dann irgendwann nachher auch kam. Und dann machten die Ja. ganz laut Lärm und Musik und Krach. Also die waren richtig Aber es ist ja provokant. schon Mit einigen. organisiert, wenn da so viele Leute auf so eine Demo stürmen, auf eine kleine Demo und die da stören wollen, kaputt machen Das war eine wollen. angemeldete. Die war angemeldet, die Demo, ja. Ja, eben, aber dann kommen sie ja dahin, wenn das so zahlreiche Leute sind, um absichtlich Unfrieden irgendwie zu stiften. Genau, ich schätze Ja. mal 80%, aber du hast auch 80 Leute waren das, aber du hast auch gemerkt, dass die eigentlich ein ganz falsches Bild von uns haben. Die kannten zum Beispiel die Johanne, die ist ja auch immer mit dabei, und haben von ihr behauptet, dass sie gegen Schwule und Lesben seien. Wie kommt ihr da drauf? Haben wir die dann gefragt. Die Johanne ist nicht gegen Schwule und Lesben, die ist ja so eine Heilpraktikerin, die halt auch Heilung macht und auch Menschen berät, die sexuelle Probleme haben. Also da wurden ganz viele Sachen aufgedeckt, wo die halt Vermutungen haben. Wie gesagt, der eine Anführer, dieser ältere Herr, der dachte halt, dass der unser Superman, der da immer so verkleidet ist, ein Trump-Anhänger wäre. Also so richtige, ja, Das ist ja die totaler Schwachsinn. spekulieren Also, halt. Das soweit sind ich weiß, einfach. hat der Superman ja auch einen Immigrationshintergrund hier bei uns. Ja, Und der Grieche, ne? ja, Grieche ist ist er. Grieche, also es ist völliger Schwachsinn, ja. Es ist wirklich nur Radau machen, Ärger machen. Das ist irgendwie so eine Art Jugendsport mittlerweile in der Szene geworden, glaube ich. Und Ja. ist völlig daneben. Was hat der Prof denn gesagt?
sonst kommen wir da, das, ja, Ah ja, gut, das sonst kann sind wir ich nur dir bei gar diesen nicht alles so Störern. wiedergeben. Also ich kann dir da mal das Buch empfehlen, das kann ich dir auch mal ausleihen. Ja, dieses Buch habe ich mir dann gekauft. Der hat da, glaube ich, eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde gesprochen. Das war alles sehr interessant. Ja. Das kann ich jetzt alles gar nicht so wiedergeben, weil ich bin ja kein Professor und er hat auch immer Fragen gestellt und ob wir denn das wüssten und dies wüssten und jenes wüssten. Also schon allein, wie er erzählt hat, das wurde gar nicht langweilig und war einfach hochinteressant. Also Ja, die jetzt die Kohle geht ganzen nur an die Gewinne. Großen sozusagen, ne? Das ist Ja, es ging ja, auch um Lufthansa, wie ja. die jetzt gerettet werden, wie viel die in den Arsch geschoben bekommen und die Kleinen, wie die eigentlich kaputt gehen, ja. Und Ja. das steht überhaupt nicht im Verhältnis. Ja, und die Nein. werden dann wieder aufgekauft, sozusagen. Die gehen, da sind pleite gegangen und werden wieder ganz billig aufgekauft. Und das war echt interessant. Aber bevor ich jetzt hier was Falsches sage, sollte man sich einfach mal sein Buch Ja, was, wie heißt durchlesen. das Buch? Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts, gemeinverständlicher Abriss zum Aufstieg der Akteure. Ja. So, und der Werner Rügner, der ist Diplom-Philosoph, ja, Philosoph, 1941 geboren, ist Publizist, mit der Ja, ja, ich habe macht. das Buch, also lass mal kurz holen, das lese ich mir momentan. Dauert eine Sekunde. So, hier bin ich wieder, bist du noch dran? Ja, bis diese Freiheit die Welt erleuchtet. So, und das ist ein sehr gutes Buch, glaube ich. Ist auch sehr dick, ne? Es hat sehr viele Seiten, ich glaube so 400 Seiten ungefähr, genau. Oh, ja, da ist meins schmaler, knappe 300. Also ich habe hier von der Susan George Change It. Das ist Anleitung zu politischen Ungehorsam. Und zwar geht es hier auch darum, die Globalisierung. Da sagt hier ein Firmenchef, dass er das so sehen würde, die Globalisierung als Freiheit für meinen Konzern würde er das definieren, dass er eben arbeiten lassen kann, wo, wann er will. Zu möglichst geringen Restriktionen und abseits des Arbeitsrechts und der sozialen Gesetze. Also diese ganze Globalisierung und Freiheit, auch in Europa Freizügigkeit und so, das dient ja nicht der Leute, das dient mehr den Konzernen, auch ihr Geld zu verschieben, möglichst billig zu produzieren und so. Und da fragt man sich, wo das Ganze eigentlich zum Schluss mal hinführen soll. Ja, es spült das Geld immer wieder in die Kassen nach oben, muss immer wieder nachgekippt werden und die Einzelnen haben nichts davon. Eine Freundin von mir, die arbeitet ja, die kennst du ja auch, wir wollen den Namen jetzt nicht nennen, das mag sie glaube ich nicht so sehr, bei Lufthansa und bei den Milliardensummen, die da ausgegeben werden, da habe ich ihr gesagt, da können sie doch jedem, ja, da können sie aber jedem eine Million schenken, dann braucht er gar nicht mehr arbeiten. Also wenn man jetzt sagt, wir machen das, um die Arbeitsplätze zu retten, dann finde ich das fragwürdig. Und dann kommen ja jetzt auch neue Einschränkungen oder neue, ja, wie soll man sagen, nicht Einschränkungen, Aufgaben oder Verpflichtungen, genau, für die Mitarbeiter. Nämlich, dass beispielsweise die Freizeit wird eingeschränkt. Man hat ja zwischen den Flügen immer mehrere Tage frei. Das ist jetzt wie. Sollen länger arbeiten, sie sollen auf Geld verzichten und so weiter. So bekommt man jetzt die Leute dazu, noch billiger zu arbeiten, letzten Endes, ne? Und das kann es ja wohl irgendwo nicht sein, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, und dann, hier geht es halt in dem Buch auch darum, er hat jetzt nicht über Corona gesprochen, sondern wir wurden einfach damit abgelenkt mit diesem Corona. Neue Finanzakteure haben nach der Finanzkrise die bisherigen Großbanken abgelöst. BlackRock und Co. Ja, klar, sind nun BlackRock. die Eigentümer von Banken und Industriekonzernen. Und meiner Meinung nach hat diese Corona-Krise ist eigentlich eine riesen Bankkrise. Ja. Das Und habe ich von Anfang dann an, das habe ich schon mit dem Arzt Profiteure, gesagt, ja. ja, und natürlich auch Impfungen, die da gemacht werden sollen weltweit, also nicht nur die Kinder spielen, also die. Und das hat halt damit was zu tun, weil so eine riesen
Finanzkrise hatten wir ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr. Und Ja. das ist ja genau zu dem Zeitpunkt passiert, als Corona anfing, wo die Leute zu Hause eingesperrt waren und nur auf diesen Virus fixiert waren, sodass niemand merkt, was eigentlich im Hintergrund läuft. Ja, klar, das habe ich Mitte März auch schon gesagt. Ich meine, die Finanzkrise, die haben wir schon seit ewigen Zeiten wegen dem Euro, aber auch in den USA ist ja Finanzkrise. Die Staaten sind ja alle verschuldet und dann hieß es immer sparen, sparen, sparen. Da ist es wieder. Ja, Zinsen auf Null gesetzt und dann versucht das System weiter so durchzuziehen. Aber es hat natürlich irgendwo nicht funktioniert. Und in dem Moment, wo in Italien die Banken eigentlich in die Knie gegangen sind und ohne Staatshilfen nicht mehr ausgekommen sind, da musste man einspringen. Und ich glaube, da wäre die Stimmung in der gesamteuropäischen Bevölkerung, gerade jetzt hier der Länder wie Deutschland, Holland und so weiter, die hätten gesagt, nee. Wir geben den Italienern nichts mehr. Und da war ja die Krise dann am größten. Da müssen wir wieder helfen. Und auch heute sind ja zum Beispiel noch die Schweden, die bei dem Unsinn nicht mitgemacht haben, und die Holländer sind gegen diese Geschichte, dass wir da weitere Milliarden verschenken sollen an die Südstaaten. Und ich glaube, das Ganze, das kann man jetzt so machen. Das kommt Denke ich mal, dazu. da trauen Aber um den wir Euro zu retten, müssen wir jetzt weiter Kohle ins System schütten und dann will man sich eigentlich nur über die Ziellinie retten. Also die jetzt am Ruder sind, an der Regierung sind, die müssen jetzt natürlich sehen, dass sie sich über die Ziellinie retten, aber das System, so wie es ist, und da muss man halt dann mal drüber reden, was der Professor gesagt hat oder Susan George oder so, das muss sich weiter. Ja, das ganze System muss ich mal, warum hat denn ein Staat, warum haben denn die Menschen, warum haben wir denn so viele Schulden überhaupt? Wir sind ganze Zeit am Arbeiten, als bei wem haben wir diese Schulden? Bei BlackRock oder was? Also das System, das funktioniert so einfach nicht. Das ist ja auch so, was der hat heute halt auch erklärt. Schade, dass du nicht dabei gewesen bist. Ich leite das Buch, dass das ja irgendwann zurückbezahlt werden muss. Aber damit uns das nicht auffällt, wird das nicht morgen sein und übermorgen, sondern erst in Jahre, was hat er gesagt, in ein paar Jahren. Und zwar Ja. 30 Jahre lang. Ja? Ja, das ist Das ja heißt. beabsichtigt. Das haben Sie ja schon reingeschrieben jetzt bei diesen Staatshilfen. Ich Ja. bezweifle nur, dass das ist vielleicht die Vorstellung, der Wunsch von diesen Großkonzernen, diesen Finanz-Global-Playern. Aber irgendwann wird das System so einfach nicht mehr funktionieren. Die Leute werden es nicht mehr mitmachen. Es geht jetzt einfach darum, die weiter zu zwingen, mit schlechteren oder schlechteren Bedingungen zu arbeiten, noch mehr weniger Geld zu haben und so weiter. Aber es wird der Punkt kommen, da machen es die Leute nicht mit. Und vor allem die junge Generation, da ist ja vielleicht auch diese Leute von der Antifa, die irgendwie auch merken, das System, das bringt nichts. Und sie sind ja selber schon außerhalb des Systems. Und die ganzen arbeitslosen Jugendlichen in Italien, in Spanien, die werden einfach irgendwann sagen, Schluss aus. Und also das Ende ist dann Ja, eher ein Bürgerkrieg, würde ich sagen. das Problem ist ja, dass die halt nicht, das hat er heute auch so gut erklärt, nicht an die Decke gehen, weil sie halt alle glauben, Corona ist dran schuld. So, und deswegen haben die das ja gemacht. Ja. Die Ja? Mehrzahl der Leute hält wegen Corona still. Klar. Genau, die denken ja alle, da kann ja niemand für, das ist ja höhere Gewalt, ne? Das ist nämlich Corona. Genau. So, und deswegen gehen die Leute nicht auf die Straße und nicht auf die Barrikaden, also viel zu wenige. Richtig, ja, genau. Ja, klar. Sicher. Das merkt man ja nicht. Es gibt ja auch viele Leute, die profitieren von diesem Corona-Urlaub, die ja zum Beispiel vom Staat bezahlt werden. Da haben wir beispielsweise Lehrer. Auch Schüler, wenn du Schüler fragst, und sagst, wir fanden das ja eigentlich ganz toll, dass wir da so ein bisschen Corona-Urlaub gehabt haben. Ja? Oder der Lehrer, Genau, der jetzt nicht da mehr war jeden. heute auch die Rede von. Ja, der Lehrer, der nicht jeden Tag in die Schule gehen muss und das jetzt schön über Zoom machen kann, mal so eine Klassenkonferenz da machen kann und er kriegt ja sein Gehalt weiter. Er ist ja in keinem Beruf als Selbstständiger oder einer Firma, die Gewinn machen muss, die ihre Leute bezahlen muss. Da zahlt ja immer alles der Staat. Wir haben ja sehr viele Leute, wir haben sogar ein Drittel der Leute hier sozusagen aktiv Steuern bezahlt. Alle anderen leben ja vom Staat und es werden halt immer weniger, die anderen mitbezahlen müssen. Und da sind dann irgendwann alle unzufrieden. Also das System braucht auf jeden Fall einen Wechsel. Wir stehen aber zwischen dem einerseits Turbokapitalismus, Globalisierung und auf der anderen Seite der Idee von Sozialismus, dass wir jetzt alle
Preise staatlich festlegen müssen. Also es geht hier wild hin und her. Es geht hier wild hin und her, würd ich die Lage so einschätzen. Was daraus wird, keine Ahnung. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann und die Masse da nicht mehr mitnehmen und so viel am Rand stehen, dann bricht es irgendwann zusammen und weiß nicht, was dann. Bürgerkrieg vielleicht? Ich meine, wir sehen ja schon Das diese. wurde ja auch vorhergesagt. Ja. Na, das ist ja für mich eher so wie eine Art dritter Weltkrieg. Bürgerkrieg erstmal, dann Ja, aber Weltkrieg. das sind nicht die Staaten gegeneinander, sondern die Bevölkerung. Sie sehen es ja Ja. in den USA, diese Unruhen, die wir da haben. Das ist ja eine Art von Bürgerkrieg. Oder auch hier, was in Stuttgart passiert ist, Das ist bei erst der der. Anfang. Das sind alles die Genau, Anfänger. das sind die Anfänge von sowas. Das sehe ich auch so. Das sind unzufriedene Menschen, wo, egal wo sie herkommen, die dann irgendwie die Schnauze voll haben und die Schaufensterscheiben Das einschmeißen. ist aber alles so geplant und angezettelt. Ja, der tiefe Staat. Ne, ich weiß nicht, ob der Begriff sagte ja Ja, ich kenne mich da nicht so aus. Also das sind irgendwelche Leute, die hier hinterstehen. was. Ne? Ich Tiefe sage Staat, das immer, sind ja die Leute ganzen. mit Kohle, die haben immer Einfluss auf Genau. Regierungen. Ich möchte diese Begriffe nicht so verwenden. Aber Leute mit Geld und Macht, die haben immer Einfluss auf Regieren. Ne? Dann, wir können es auch Lobbyisten nennen. Ja, Ja, genau. Kann man auch so genau. sagen. Und die nehmen immer mehr Einfluss und ich habe eben auch das Gefühl, dass die Einflussnahme über Brüssel, über die EU, weitaus einfacher ist als über die Regierung selbst. Weil dann kann es immer sozusagen auf die anderen geschoben werden. Dann sagt man, naja, das haben wir ja nicht gewollt, aber das hat ja Brüssel so entschieden. Es gibt jetzt eine Richtlinie. Da Genau, wird jetzt müssen wir alles uns über die jetzt EU-Ebene, alle dran halten. Ja, das ist das wird so. jetzt über die EU-Ebene ausgebadet, das mit dem Pass wird auch kommen, Ja, oder ne? das, was du national nicht regeln kannst, weil du zu großen Widerstand hast, Stichwort Impfpflicht, das wird dann hochgezogen, kommt dann von der EU und dann heißt es, da können wir gar nichts dran machen. Das hat ja die EU beschlossen. Wir müssen Genau. es ja nur umsetzen. Ja? Und wer ist denn diese EU? Also die EU ist kein wirklich demokratischer Verein, würde ich mal sagen. Ich würde auch sagen, dass die meisten Leute gar nicht wissen, woraus die EU überhaupt besteht. Also, das ist ja totaler Wahnsinn, wie diese EU überhaupt geregelt ist, wenn man sich das mal im Detail anschaut. Das hat mit demokratischen Sachen also relativ wenig zu tun. Das ist für mich eine Fehlkonstruktion. Ja, Ich bin für die EU, ich bin für Europa, von Anfang aber an habe ich das auch so gesehen, also weil ich ich bin mit auf jeden EU. Fall dafür, dass wir Europäer uns zusammentun. Auf jeden Fall. Ich glaube nur, dass durch diese Institution EU und wie es gemacht ist und wie die Regeln gemacht werden und wie intransparent das Ganze ist, daran hakt es halt, dass die Leute es dann auch ablehnen. Man muss sich ja nur mal diese Wahl, zu der ich ja überhaupt nicht gegangen bin, anschauen. Da wird ein Müller, hieß der, glaube ich, aufgestellt als der Kandidat für EU-Chef. Und dann gehen die Leute zur Wahl und nach der Wahl ist der gar nicht mehr im Gespräch. Da wird auf einmal gesagt, das ist ja die Ursula von der Leyen. Von der Leyen, oder wie die da heißt. Das ist doch ein totaler Wahnsinn. Da muss man sich auch mal vorstellen, man geht hier zu einer Bundestagswahl, sagt, meinetwegen Angela Merkel ist natürlich wieder aufgestellt, und nachher heißt es dann, der Herr Söder ist es jetzt aber. Weil da tauscht man einfach den Kandidaten aus. Also ich meine, hallo, undemokratischer geht es ja wohl gar nicht mehr. Also Das. das sind alles, also auch der Karl Lauterbach und der Ja. Spahn, das sind halt alles Lobbyisten, Pharmalobbyisten. Das sind alles Lobbyisten, ja. Sehe ich ganz genauso. Ja, auf jeden Fall. Klar, also die Medizin kommt ja noch oben drauf. Eigentlich ist das Geldproblem. Und dann ist das ja durch ein medizinisches Problem mit dem Virus. Und jetzt versucht natürlich die Pharmaindustrie obendrauf auch noch Profit und Kohle zu machen. Das ist praktisch so im Hinterher, glaube ich. Die hängen alle mit zusammen unter einer Decke. Ja, das auf jeden Fall. Klar, aber. Diese Impfproblematik und diese Gesundheitssachen, die sind ja in der Natur Das der war ja schon Dinge. damals bei der Schweinegrippe so. Ja. Als das anfing in den Nachrichten, kam mir das vor wie so eine Werbepropaganda. Ich hatte ja auch die Schweinegrippe und da habe ich mir schon von Anfang an habe ich gesagt, ach so, die wollen jetzt wieder, die Merkel macht wieder Werbung für die Impfstoffe, die demnächst rauskommen sollen. Und dann die Regularien werden ausgeschaltet, hat ja der Drosten gesagt. Ein Ja, Impfstoff muss normalerweise 7 Jahre getestet werden, ja. ja. Das ist ja auch, worüber wir uns so aufregen. Da habe ich jetzt auch die Ja, Videos das. gemacht. Das ist ja kein normaler Impfstoff, das ist ja ein genetisch veränderter Impfstoff, wo eben laut EU-Verordnung es eben jetzt so geregelt ist, dass wenn gegen eine Infektionskrankheit so ein genetischer Impfstoff genutzt wird, dann ist es kein Gentherapeutikum per Definition. Das ist ja ein Deal der Pharmaindustrie, weil
die brauchen ja Milliarden, um das Zeug zu erforschen. Und normal hat man früher, es gibt ganz wenige, die zugelassen sind in der EU. Das dauert Jahre. Und dann hast du halt bei ganz schwerwiegenden Krankheiten war das. Da gibt es ja auch diesen berühmten Fall von Jesse, wie heißt der, Gelsinger, ja, der ist daran gestorben. Und das waren so Forschungen für ganz seltene Krankheiten, wo der Einsatzbereich dann irgendwie 50 Leute waren. Da können die natürlich kein Geld mit verdienen, weil du musst das ja verkaufen. Und jetzt ist das optimal, dass natürlich jetzt die EU und die Länder richtig Kohle reinbuttern in die Entwicklung, weil sonst machen die kein Geld damit. Das ist ja völlig klar. Ja, das Interessante ist ja, Ja. die meisten haben ja schon mal was von der spanischen Grippe gehört und das wurde ja auch so vertuscht. Die spanische Grippe ist durch eine Impfkampagne entstanden, Na, das weiß ich die nicht. bei Also, das ist Soldaten doch gemacht ewig worden her. sind. Ja, Ja, ja. das ist sehr interessant. Da Ja. gibt es einen ganz langen, Ah, mehrere jetzt Berichte bin ich drüber. aber so ein bisschen auf dem Verschwörungsgebiet. Nein, Also, ich das sehe hat schon nichts mit da. Verschwörung zu Ja. tun. Ja, das sind richtige Fakten. Okay, ich Die kenne wurden die aber auch nicht. nicht. Ich kenne sie nicht. Dann, wenn Das du werde das ich dir mal weißt, zuschicken. gut. Ich wollte noch sagen, was mir wichtig ist als Jurist. Was ich sehr interessant finde, ist, dass bei diesen neuen Gentherapeutika, die ja jetzt kommen sollen, die Haftungsfrage ja das entscheidende Ding ist. Man will Millionen Leute, oder Bill Gates sagt doch, wir werden 7 Milliarden Leute impfen. Normalerweise muss ja der Hersteller von so einem Zeug dafür haften. Wir haben ja gerade dieses Roundup Glyphosat, wie heißt das Zeug, wo Bayer ja Milliarden jetzt an Strafe zahlen muss in den USA. Aber hier bei den Impfstoff soll es jetzt so sein, dass die Leute es jetzt ganz, ganz schnell herstellen, ohne groß zu testen. Das muss ja bald kommen, sonst ist ja die Epidemie hier vorbei, dass die Ja, im sagen, Herbst ist die Frage, im Herbst gibt es die schon. ja, wenn wir sehen, Herbst bis März. irgendwann muss es kommen, sonst ist das Ding natürlich durch. Aber die Haftungsfrage ist ja so, es sollen eben nicht die Pharmaindustrien haften, das hat der Drosten ausdrücklich gesagt. In dem Fall, wenn es schief geht, dann soll der Staat haften. Und das ist ja ganz toll. Ich stelle irgendein Produkt her, ob es klappt oder nicht, schauen wir mal, wir verdienen da dran. Und wenn es schief geht, dann haftet der Staat. So, was ist Die das wissen, denn? dass dadurch sehr viele Menschen krank werden und auch sterben werden. Das wissen die ja. Deswegen hat Man weiß es er sich schon immer nicht. vorher abgesichert. Man kennt vor allen Dingen die Langzeitwirkung dieser Gentherapeutika überhaupt nicht. Oft ist ja dann die Folge Krebs, Krebserkrankungen, ist ja dann die Frage, wo kommt es her? War es der Impfstoff? Ist es irgendwas anderes? Kann ja keiner mehr nachweisen. Aber die Langzeitwirkung, das ist doch wirklich ein Versuch an der Menschheit, die jetzt hier gemacht wird, mit Ja, den die haben ja verändernden jetzt schon Mitteln. getestet. Ja, an Und ganz schon wenigen. jeder Dritte ist schwer krank. Und bei der mittleren Dosis, bei der starken Dosis sind bis Fünfte ist schwer krank gewesen, sodass er gar nicht mehr. Ja, genau. Also, aber wie gesagt, die Langzeitfolgen, die kennt ja keiner. Vor allen Dingen nicht in der Masse der Menschen, die jetzt da geimpft werden sollen. Das kennt ja gar keiner. Und wenn man sich halt mal vor Augen hält, dass dieser Covid-19 bei 95% der Leute fast überhaupt keine Symptome auslöst, nur 5% überhaupt Symptome haben, Ja, das Schlimme ist ja, dann ist dass das doch diese Tests. totaler Wahnsinn. Dann ist das doch der totale Wahnsinn, dass ich wegen einer solchen Krankheit, die ganz wenig Leute betrifft, aber 95% der Leute impfen, mit dem Risiko, dass die schwer erkranken können in der Zukunft. Und da frage ich mich als Jurist, was ist denn mit den Gerichten? Warum sagen sie immer, ja, die Freiheit der Leute, die ja krank werden können, aber was ist denn mit den gesundheitlichen Schäden der Menschen, die erkranken durch diese Impfungen und die werden eben nie einbezogen? Habe ich jetzt ein ganz neues Video gemacht, das spiele ich euch nachher hier exklusiv noch hoch bei YouTube zu zwei Eilentscheidungen des Verfassungsgerichts, wo sie einfach nie mit ins Rennen werfen. Wie sind denn die Impfschäden? Wie ist es denn um die körperliche Unversehrtheit der Menschen, die geimpft werden und dann durch die Impfung erkranken oder schwer krank werden oder sterben sogar? Das Ja, wird das nie von, Schwierige ist wird ja. nie von den Gerichten bei dieser Folgenabschätzung wird das nie mit einbezogen, Judith. Und das ist nicht ein Skandal. Das kann man nicht machen. Das wird aber schon seit Jahrzehnten so gemacht. Das wird immer unter den Teppich gekehrt. Und du weißt ja auch, du kannst es ja auch nicht beweisen. Das ist ja das Schwierige. Wenn du, sagen wir mal, ein Jahr später eine Krankheit bekommst oder irgendeine Ja. Autoimmunerkrankung, ja, auch diese ganzen Schwermetalle, die drin sind, die setzen sich irgendwann bekommst du eine Autoimmunerkrankung. Das kannst du ja gar nicht beweisen. Ja, aber Das ist ja das.
Das Ding ist, der Beweis ist das Stichwort. Der Beweis ist das Stichwort, weil es geht einfach hier um den Beweis. Ich muss eigentlich nicht dem Staat beweisen, dass ich gesund bin, dass ich keine Gefahr für meine Mitmenschen darstelle. Und wenn ich das tue, dann muss der Staat mir das beweisen. Das ist ja eine Beweislastumkehr. Das heißt, der normale, gesunde Mensch, der vielleicht auch Coronaviren in sich trägt, der muss jetzt dem Staat gegenüber beweisen, dass er keine Gefahr darstellt. Und diese Beweislastumkehr, die ist einfach falsch. Das kann man so juristisch nicht machen. Sondern es gilt sozusagen, das kennt jeder aus dem Strafrecht, die Unschuldsvermutung. Solange mir nicht nachgewiesen wird, dass ich eine Straftat gemacht habe, bin ich unschuldig. Solange mir nicht nachgewiesen wird, dass ich krank bin, dass ich ein Gefährder bin, bin ich unschuldig. Aber hier will der Staat, dass wir alle von uns, wir sind alle hier wandelnde Viren, Zeitbomben und müssen geimpft werden, damit von uns keine Gefahr mehr ausgeht. Und die Gefahr ist eher die Impfung. Ja, genau. Ja. Genau, nur dadurch konnte man diesen Zustand jetzt mit Lockdown ja überhaupt begründen. Sonst wäre das ja gar nicht Normalerweise möglich. bedeutet eine Pandemie, wenn Ja. 5% der Bevölkerung dran stirbt, aber das ist ja nicht der Fall. Nee. Das ist unglaublich, ja. Du könntest jede Grippewelle als Pandemie bezeichnen. Ja, es sind ja. Das heißt, du kannst also jetzt jedes Jahr neue Impfstoffe entwickeln. Richtig, genau, ja. Ist ja allgemein bekannt, dass Grippeviren sich immer verändern. Coronaviren gibt es schon seit vielen Jahren, das wissen wir. Vier verschiedene Coronaviren, die 15% Lungenerkrankungen gemacht haben. Ja? Und Ich jetzt. frage mich nur, warum glauben es denn die Leute? Die Fernsehsender geben sich ja jetzt Informieren die Kunden selber. den ganzen Tag auf Fernsehen. Ja, aber die Fernsehsender geben sich jetzt selber einen Fernsehpreis, wie toll sie gewesen sind, sind überhaupt nicht kritisch, gar nichts. Aber wie dumm sind eigentlich die Leute? Das muss ich jetzt ganz einfach hier so mal sagen, dass sie sich nicht weiter informieren und das alles glauben. Was jetzt hier passiert, ist sozusagen ein Intelligenztest an die Menschheit. Fand ich cool. Ja. Jetzt haben wir aber eine Rückkopplung drin. Hast du da irgendwie die Webseite offen? Ach so, ja. Ja, klar, was heißt Intelligenztest? Ich sag mal so, die meisten Leute, die geben ihren Kopf irgendwie ab. Die haben ihr eigenes Leben und die interessiert es eigentlich gar nicht so sehr, was da auf politischer Ebene passiert. Die hören die Parolen und dann schneiden sie. Dann glauben sie daran und es ist erst, wenn es sich selber betrifft. Und momentan sind die Folgen noch nicht so wirklich. Wir kriegen ja noch Überbrückungsgeld bekommen und so. Und ich glaube, die zweite Welle, was die Finanzen anbelangt, die steht uns ja jetzt erst bevor. Und dann werden wir mal sehen, wie das dann Deswegen reden die weitergeht. auch immer von der zweiten Welle, Pandemiewelle. Naja, klar, richtig. Also wenn dann die Panik hoch ist, auch ums Geld, wenn die Leute zu den Geldautomaten rennen werden, um die Kohle zu retten, dann muss man natürlich wieder alles zumachen, damit das nicht passiert. Ne? Der Satz von der Merkel, wir sind noch am Anfang der Pandemie, obwohl wir gar keine Franken mehr haben, Es ist völliger Blödsinn. Ja. lässt ja schon weit und tief blicken. Wir sind noch am Anfang der Pandemie. Das ist ja Ja. schon ein Satz. Was meinst du denn? Aber der nächste Lockdown für zweite Welle, der muss ja dann gemacht werden. Wir kennen ja die Bilder als. Inszeniert werden, ja, Wir wie die können erste Welle auch inszeniert ja. wurde. Wir kennen ja die Bilder aus Malta. Ich habe ja bei der ersten Welle versucht, zum Beispiel mal mit dem Geld nachzufragen, kann man irgendwie Gold kaufen. War überhaupt nicht mehr möglich. Weil die Banken haben es nicht mehr bekommen und die Gusser alles geschlossen wegen Corona und die Banken auch geschlossen wegen Corona. Weil das Problem ist, wenn der Run auf die Kohle anfängt, dann kriegst du am Geldautomat dann nur noch 30 Euro ausbezahlt und das war's. Ist ja so. So war das ja in Malta zum Beispiel, ne? Weil wenn dann alle das Geld abheben, dann ist Ende im Schacht, dann ist das System kaputt. Und da muss man dann natürlich wieder einen zweiten Lockdown machen, damit das dann nicht passiert im Fall der Fälle. Ne? Was sich natürlich keiner wünscht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich die Regierung das wünscht. Aber sie sind eben auch nicht so mutig zu sagen, wir müssen das System überdenken. Sie versuchen das System auf Teufel komm raus zu retten. Mit dieser Corona-Geschichte. Und es hat ja irgendwo funktioniert bisher. Oder ich glaube, es wird nicht auf Dauer gut gehen, weil die Folgen der weiteren Verschuldung jetzt, die werden uns erwischen. Das Interessante ist nur, dass die Verschuldung ja irgendwie nicht nur in Europa, sondern weltweit irgendwo ist. Ne? Also
Insofern, Natürlich. wenn die eine Währung Die abschmiert, Zentralbanken sind ja auch, die regieren ja auch die ganze Welt. ja klar, nur wenn die eine Währung abschmiert, dann ist es ja so, dass man dann sagt, okay, ich bringe mein Geld in Sicherheit in Gold oder das zum Beispiel eine andere Währung ab. Ich habe zum Beispiel Dollar gekauft, weil ich irgendwie da den USA noch besser, sage ich mal, zutraue, aus der Krise rauszukommen. Aber wenn der, wenn, Dollar wenn, und Gold muss man genau, kaufen. Gold wäre ja noch besser, aber Dollar ist auch gut. Und die Sache ist, wenn dann so ein Verfall einsetzt, dann gehen die Leute hin und tauschen das Geld schnell in eine andere Währung, weil es dann immer weniger wert wird. Und das machen aber nicht nur die Privaten, sondern das machen dann vor allem diese Großbanker, die dann wieder Milliardengewinne damit machen. Und dann geht es eigentlich Genau. erst los mit der Inflation. Und da schätze ich mal jetzt hier so auf Herbst, Winter, dass das dann losgehen wird und auch mit den anderen Folgen, So Jobverlusten und so wird es weiter. vorhergesagt von den sogenannten Verschwörungstheoretikern. Ach so, da bin ich Ne, auch einer. wir sind ja die Verschwörungstheoretiker und Toll. die Aluhutträger. Ja. Wird es vorhergesagt, dass im Herbst noch eine schlimmere Welle, also eine inszenierte Welle, wohl kommen wird. Ja, gut, dann gehöre ich auch dazu. So, ich Aber muss jetzt mal Schluss machen. ja, wir machen jetzt für heute mal Schluss hier. Ich muss auch noch mit meinem Hund raus. Deswegen, das war heute so ein bisschen kurz, war ein bisschen anders geplant. Ich wollte auch noch hier eine Juristin einladen, den Walter irgendwie reinbringen. Hat alles nicht so ganz gut geklappt. Aber für den Live-Versuch hier fand ich es jetzt erstmal ganz in Ordnung. Und danke, dass du dabei warst, liebe Wirst du den Judith. Walter noch anrufen? Nee, ich rufe den Walter jetzt nicht mehr an. Der ist nicht ans Telefon gegangen. Ich mach Schluss. Ich muss mit der Pepper auch noch Okay. raus. Wir haben uns ja Gut. auch so ein bisschen verplappert. Ich hoffe, den Leuten hat es hier gefallen. Und wir machen das demnächst einfach mal wieder. Okay, also ich wünsche dir einen schönen Abend. Auch Ne? so, mach's gut. Bis dann. Tschüss, Tschüss. tschüss. Ja, das war's für heute. Es ist nicht so ganz gelaufen, alles wie ich es mir vorgestellt hatte, auch von den Gästen, aber war auch ein interessanter Talk jetzt mit der Judith und was da auf der Demo passiert ist. Ja, wir machen das halt bald wieder. Für heute machen wir Schluss, weil ich muss mit Peppi noch raus. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Und ich stelle euch jetzt bei YouTube noch was ein, was ich heute produziert habe. Da geht es um Teilentscheidungen des Verfassungsgerichts Thema Impfen, Corona-Impfung, Teilentscheidungen zu Masern. Und wenn man sich die beiden mal ansieht und was daraus folgt, das ist auch echt interessant, wenn ihr da ein bisschen Ausdauer habt, weil das ist ein sehr juristisches Thema. Ich habe da ein bisschen zitiert und vorlesen lassen, was das Verfassungsgericht da gesagt hat. Da muss man Bock drauf haben, wenn man kein Jurist ist. Ja? Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich weiß nicht, was ihr noch macht. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Vielleicht Anne Will gucken oder so. Ja? Ich muss jetzt mit Pepper raus. Macht's gut hier aus der Pepper Lounge. Tschüss.